Experimente für zu Hause. Im Auftrag vom Land Steiermark. Hallo, grüß euch. Ja, sagt mal, was ist los mit dem Klimawandel? Alles voll mit Schnee, es ist eiskalt. Klimawandel ist abgesagt, oder? Leider funktioniert das nicht so. Das, was ihr hier rund um mich seht, das ist das Wetter. Also Klimawandel heißt nicht, dass es nicht einmal irgendwo sehr viel schneien kann und auch kalt sein kann. Aber insgesamt erwärmt sich die Erde trotzdem weiter. Was uns die Klimaexpertinnen und die Wetterexperten sagen, ist, dass wir extreme Wetterphänomene häufiger haben werden. Also dass es zum Beispiel irgendwo sehr, sehr viel schneit oder in einer anderen Region ist es ganz trocken, es regnet gar nicht mehr. Oder in anderen Regionen regnet es ganz, ganz viel. Also das Wetter kommt sozusagen durcheinander. Das ist auch eine der Folgen vom Klimawandel. Ich habe euch heute ein kleines Experiment mitgebracht, den sogenannten Flaschentornado. Dazu braucht ihr so ein Verbindungsstück. Das kann man in einem Spielzeugladen kaufen. Das hat im Prinzip zwei Schraubverschlüsse und in der Mitte ein Loch. Und das wird zwischen zwei Plastikflaschen geschraubt. Ich habe da schon so zwei Flaschen vorbereitet. Also das ist auch wieder dieses Verbindungsstück. In die untere Flasche, da könnt ihr dann schon einmal Wasser einfüllen. Ich habe das hier blau gefärbt mit Tinte, damit man es besser sehen kann. Dann nehmen wir die zweite Plastikflasche und schrauben sie oben auf. So, gell? Dann schön fest zuschrauben, dass es dicht ist, besonders wenn Tinte drinnen ist. Gell? Gut, und dann braucht man das Ganze eigentlich nur umdrehen, die obere Flasche andrehen. Und dann seht ihr, in der Flasche haben wir einen wunderschönen Tornado. Die Luft kann jetzt von unten nach oben und dann ist unten Platz für das Wasser, dass es hinunterfließt. Und dadurch, dass wir es angedreht haben, haben wir einen wunderschönen Tornado. Und die Tornados, die jetzt nicht in der Flasche sind, sondern woanders, die sind auch so ein Phänomen, wo die Klima- und Wetterexpertinnen und Experten sagen, dass wir die häufiger erleben werden, weil es einfach wärmer geworden ist und dann entstehen häufiger solche Tornados. Dieser Tornado, der ist ganz ungefährlich und ich wünsche euch viel Spaß damit, wenn ihr das vielleicht nachmacht. Tschüss, macht es gut! Experimente für zu Hause. Im Auftrag vom Land Steiermark.